Hallo Leute, hier sind wieder McFisto 2051 und Varuna MC und Shadow TS. Servus. S. Mit 2 S. Man sollte seinen Namen kennen. Ah ja, genau, mit 2 S. Egal. Willkommen zurück bei Sky Factory. Genau, und ich möchte von unten mal die Maschinen in unsere Maschinenhalle schaffen. Warum das wächst da immer noch so ein Baum? Habt ihr doch, die waren doch alle weg. Ja, wenn sie unten noch drin sind. Ich bin jetzt so oft hier dieser Fabrik hoch und runter gerannt und denke mir nur, Ja, du hast ja schon nach dem Elevator verlangt. Ja, den werde ich jetzt als erstes bauen. Ne, warte, ich habe glaube ich noch welche. Ich würde gerne meine Plattform bauen für meinen Drakonik. Die Wolle hin, die war mal früher hier oben. Zwei habe ich noch. Aber wir brauchen nochmal zwei. Oder nochmal vier. Vier brauchen wir noch. Aber leider verliere ich dabei wahrscheinlich Lapis. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wo es runter geht. Da, wo es hochgeht. Oh, witzig. 1, 2, 3, 4. Babums. Cobblestone brauche ich erstmal. Ach ja, ich habe mir ein Schwert verzaubert. Sharpness 4 habe ich drauf gemacht. Wieder. Mein Power ich hab 4 mir, Bogen habe ich ja schon eine Weile. Und ich habe mir jetzt kurz ein paar Spitzhacken. Das ist nicht dein Ernst. Mach dir die Türe von mir zu. Quatsch. Ich habe mir eine Spitzhacke und ein Wort gemacht. Ein Schwert. Hier, die Etage ist auch noch ein bisschen weiter gebaut. Ach genau, Holz wollte ich noch abfahren. Wo darf ich denn die Plattform bauen? Ach genau, du hast die Elevator genau da hingesetzt, wo ich es auch hinmachen wollte. Ja, ja, logisch, zentral. Setz unter das Dach auch noch welche. Also, warum dass noch? Du ganz nach oben kommst. Ja, Moment, ich muss Multitasking und so. Ich kann nicht zwei Sätze gleichzeitig sprechen. Echt? Ich habe hier leider, glaube ich, so ein Glowstone-Ding kaputt gemacht. Sind auch in der Kiste, in der unteren Kiste neben dem Enchantment Table sind noch welche. Also im Grunde hast du hier Raum, würde ich sagen. In der Richtung oder? In der Richtung. Und keine Ahnung, wo ich bin. Besten die Grundfläche mit Cobblestone und nach oben, wenn es geht, mit Cleanstone. Können wir mal den. Wenn du alles da ausmachen, der leckt immer wie Scheiße bei mir. Wenn du was nochmal? Nein! Den Harvester ausmachen, habe ich gesagt. Shadow meine ich. Das Ding wird nicht groß, es wird eine kleine Plattform. In dem Sinne. Ja, aber schön bauen. Ja, sowieso. Aus Cobblestone schön bauen. Das muss man auch können. Ich wollte mir noch Magical Rock machen. Kann ich die irgendwie damit in dem Feld damit beziehen? Musste McFisto fragen. Ich kenne mich da nicht aus. Was wolltest du machen? Ich bin dumm. Ich brauche will mir Magical Crops machen, damit ich Glowstone auf Masse herstellen kann. Ja, wir müssen halt eh nochmal irgendwo neue Felder anlegen, insgesamt, und zwar noch ein gutes Stück weg, weil wenn mit diesen ganzen Feldern, die hier laufen, ruckelt und leckt das wie Sau. Ja. Also es wäre mal nicht verkehrt, sozusagen noch irgendwo in eine Richtung ewig weit weg zu bauen. Und da könnten wir vom den Gang hinterm Haus bauen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich habe gerade mit 2 Schlägen Enderman kaputt gemacht. Den Gang hinten könnten wir weiterbauen. Den ich da rausgebaut habe, hinter der Fabrik. Ah, okay, ja. Kann man da hinten. Aber der dann muss wirklich noch ein gutes Stück weit sein, also richtig viele Chunks weit. Wie ist das hier eigentlich? Hast du mal nachgeguckt? Werden hier alle Chunks automatisch generiert? Oder generiert? Sind wir. Naja, Chunkloader-mäßig. Gibt's hier nicht auch dieses. Also ich lade die Chunks hier gerade, deswegen habe ich die alle geclaimed. Ja, aber also die geclaimten Chunks sind werden geladen, oder wie? Nein, du kannst die geclaimten Chunks noch zusätzlich laden lassen.
Wie geht das denn? Ohne extra Junkloader. Genau. Okay. Weil ich habe mir, das müssen wir ja dann machen, sonst werden die Farmen ja gar nicht geladen. Genau. Ah, scheiße. Sagt man nicht, macht man. So. Ich habe mir jetzt ganz viele Stone-Wand gemacht. Dörler, das ist behoben. Man kann auf die oberste Etage nur auf dem rechten Feld, aber für eins hoch geht's auch so. Warum? Weil oben noch das Kabel liegt nicht. Verdammt nochmal, keinen Bock hab, das scheiß Kabel wieder abzureißen. Ah. Noob. So, ich baue hier voll das Dach fertig, weil ich will hier bald starten mit Tankcraft. Also ich werde das bald anfangen. Jo, und das hier ist unser Lava-Tank, der auch hier wieder Lava einfüllt. Und ich würde sagen, um das Ganze mal zu beenden, mache ich das Ding leer. Oh, ich muss gleich Fackeln Glowstone setzen. Um es am besten leer zu bekommen, lassen wir einfach Obsidian herstellen, den brauchen wir früher oder später eh. Sonst habe ich gleich das Problem wie ihr vorhin drüben. Nein, ich habe kein Glowstone dabei. Haben wir ein zweites Steinfass? Nein, wir haben nur dieses. Darf ich mir das ausleiten? Nein, das brauchen wir für die Fabrik. Steinfass? Bau doch einfach eins. Mach dir doch ein Fass, mach ganz viel Scheiße rein und fertig. Was kannst du dir dann mitnehmen, das zweite? Du stellst dir einfach eins neben dran, dollies das erste um und gut ist. Okay. So einfach, ne? Ja, klar. Manchmal ist einfach schwierig. Einfach ist einfach einfach oder sowas, aber das war glaube ich irgendeine Fernsehwerbung. Ja, ich hatte sie gerade auch im Kopf. Ich wollte schon sagen, da dachte ich, nee, für die machst du keine Werbung. Ich weiß nicht mal, wofür die Werbung ist. Sowas merke ich mir doch gar nicht. Mister Werbung. Ja, auch wenn ich jetzt sage, für wen das jetzt ist. Jetzt rennt der mit dem Steinpass weg. Wenn ich sage, für wen das ist, dann ist es ja auch schon wieder Werbung. Von nee, das sollst du ja nicht machen. Enthalte ich mich einfach. Das Steinpass, bitte. Wer klaut dir ein Fass? Ein Christo. Ja. So. Nein, ich habe drei ganze Birkenhölzer zu wenig. Überlegen, ich habe hier den Extruder. Nehmen wir mal alles weg. Mal Birke angepflanzt. Der darf nach rechts ausgeben in das Fass. Theoretisch könnte man einfach nur so ein Wasser und einen Lavatank neben dran stellen. Und dann wieso habe ich jetzt schon wieder Slowness? Weil du das Fass dolliest. Achso. Du kannst das ja auch nicht schwer, in echt so ein Fass einfach rumschleppen. Glowstone. Ja, super, ich kann ja nicht weiter. Oh, jetzt muss ich ganz außen rumlaufen. Da wie? Ja, stell dir vor. So, kann ich nehme mal Eimer. Ich kann nicht. Kann den Elevator nicht benutzen. So einfach, wie ich das gerne hätte. Du bist zu schwer für den Elevator. Nein, ich war schon unten, ich hab's nicht gemerkt. So, oder sind jede Menge Lava einmal im Lavafass drin? Ich dachte, da geht eigentlich nur ein 5/4 Liter rein. Dieser Police Stone. Oh. Polished, keine Ahnung. Police passt schon. Ja, okay. Er meint bestimmt Polished Stone. Ja, danke. Der Polizeistein. Oh, my English is not good, my German is better. I cannot more, I break together. Ja, wir kennen sie alle. I become a Schnitzel. Ja, so, wie stellt man den denn her? Gechiselter Cleanstone. Frag mich jetzt nicht, wie man Cleanstone macht. Im Ofen. Boah, da steht eine grüne Kuh, ich dachte, scheiße, jetzt steht da ein Creeper. Eine Liquid XP Kuh. Ist gut. Ich krieg aber das falsche Glas. Zäune. Gib mir Zäune. Meterquarz, sehr schön. Wie viel Junk soll ich weg? Quarz. Wir haben Quatsch. Glas und wir haben endlich genug Meterquarz für den Quatsch. Oh oh, da ist ein Creeper. Wie kann da ein Creeper sein? Weil ich da nicht ausgeleuchtet habe und ich gerade gesehen habe, dass es dunkel ist erst. Alois. Ich glaube, Aloy ist richtig. Bitte sei richtig. Dann stelle ich wieder Pure Quest her.
Ja, sehr schön. Haben wir irgendwo Fackeln noch übrig, oder? Ja, komm zu mir, ich hab noch ein paar. Komm schon. Oder warte, ich mach schnell. Ich mach einfach nur mal den Tank ein bisschen größer. Ich hoffe, er verliert sein Inhaltsvermögen nicht. Oh, perfekt. Das wird einfach übernommen. Ah. Wunderbar. Geh da rein, Kuh. Also ich versuche halt das System von hier unten wieder oben aufzubauen. Lava-Herstellung und so weiter und so fort. Und ich mache extra diesen dummen Elevator und seitdem laufe ich immer wieder. Oh. Hast du extra dich beschwert? Ah. Haben wir... Ah doch, da haben wir Weizen. Ich probiere mal die Kühe zu vermehren. Geht das? Könnte mal jemand schlafen geben? Ich habe hier kein Bett in der Nähe. Gleich boom! Scheiße. So, la. Ich kann ja einfach mal Lava reinkippen. Bitte keine komischen Geräusche, danke. Kann die Kühe leider nicht. Damit nicht automatisch wieder Cobblestone her. Das sollte jetzt auch hier zu sehen sein. Jawohl. Meine Spitzhacke. Den Cobblestone könnte man irgendwohin umleiten. Das brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Doch, das brauchen wir jetzt für die Fabrik. Genau, das kommt dann in unsere Männchen und mit denen arbeiten wir dann weiter. Hier ist ein Enderman, hallo. Ja. Das Vieh, egal. So, ja, wie war mein aufgebautes System? Wir haben 3 Hämmer, holla. Und hier mache ich erstmal zu, bevor mir noch irgendwas in die Lava plumpst. Was machst du mit dem Wand? Es ist wieder Bilderswand. Wie funktioniert der? Nimmst der Cobblestone raus. Das ist jetzt der horizontale, der mit Diamant, der kann, der funktioniert wieder von Extra Utilities. Da haben wir noch ein Fass. Dann geht's nur noch bei und... Ey, hört auf mich zu hauen! Leute! Und drückst drauf. Ein Enderman. Der funktioniert bei mir nicht. Welche Taste drückst du? Ah, jetzt geht's, hä? Der funktioniert auf die nur auf die Horizontale. Ach, ich hab kein Cobblestone drin. Das solltest du reinmachen. So, jetzt krieg ich auch immer die ganzen Keys da weg. Kommen gleich wieder die Monster, weil ich nicht ausleuchte. Leuchte aus, wenn sie mir hier die Maschinen rennen, hau ich dich. Ja, halt, warte hier. So, damit habe ich die 3. Immerchen. Ja, wollte ich auch mal sagen. Ja, ich hab recht, ich weiß schon. Falsch abgebrochen. Haben wir schon eine automatische, oder was heißt automatisch, Obsidian-Herstellung? Wir haben mit einer automatischen Cobblestone. Also doch, haben wir aber. Ja, die Cobblestone, das ist ja keine große Kunst. Leer. Orberry-Büsche haben wir mega viele. So, dann sind wir hier kennen. Die Fackel sind eigentlich im Weg da oben. Warunter, du hast genau immer in 2 Chunks das Ding reingebaut, den Tunnel. Und ich kann da nach unten abgehen lassen. Wunderbar, das mache ich so. Naja, egal. Wo hast du denn das Cobblestone gelassen? Weil wir alle natürlich keine Energie. Das steht oben. Bei ihm. Jo. So. Und Essen ist wieder voll. Langsam aber sicher klopfen die sich jetzt was zurecht. Auch so langsam sind sie noch nicht mal. Haben wir mal einen Stein noch hier oben rein, dass wir Cleanstone kriegen. Brauchen wir für die Wände. Wollte ich gerade sagen. Raw Plastic. Aber irgendwo anders haben wir kein Cleanstone. Nein. Das ist ein bisschen verwirrend mit dem Hin- und Herbauen. Alles nach Auftrag produziert worden. Das einzigste war es. Wir haben ja den Extractor. Hä? Ihr seht, die Leute sind sich alle sehr einig.
Hä? Ich verstehe nicht, was er meint. Was will ich mit einem Extraktor? Das ist die Maschine, die unten stand. Das ist die, die aus Lava und Wasser Cobblestone macht. Extruder. Danke. Danke. Verstehe ich auch, was du meinst. Echt? Ja, ich hab's gerade auch gemerkt. Extruder. Einen Extraktor brauchst du, um Rubber zu gewinnen. Ja, danke. Bleistift. Ja, den hab ich auch beim Extractor gedacht. Ah, wir sind wieder bei 15 Minuten. Ich hab nichts gemacht. Außer blöd rumgelaufen und dumme Kommentare. Jeder tut das, was er tut kann. Dann machst du das Übliche wie immer. Kannst du das da oben kurz umstellen? Geht das? Ach, hier wäre auch ein Fass mit Cobblestone gewesen. Oh, ich soll den Treff hinmachen, Solar. Hier ist die Lava einmal. Kommen wir rein. Toll, hier ist der Dolly. Hier sind Fässer und... Oh, noch Elevator, die brauche ich auch nicht. Cobblestone weg. Anderen Cobblestone wieder weg. Alles weg. Habe ich Lapis dabei? Bah. Also total überladen mit Krams, die man gerne mal irgendwann benutzen würde und bräuchte. Oh, nicht so viel. Kommt ja gleich überall alles raus. So, und wenn ich jetzt kaputt klopfe, dann habe ich ein bisschen Kohle unterwegs. So, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Flint. Und jetzt stellen wir erstmal gar nichts mehr her. Leider. Machen wir uns noch 4 Diamond Swords. Oh, da ist noch jede Menge drin. Gut. Und gerade voll ab. Das bauen wir jetzt halt alles nach oben um. Das wird wahrscheinlich erst fertig werden zwischen den Folgen. Hier oben echt eine Orientierung wie eine Tomate. So, der Weg ist schon mal gechiselt, das ist schon mal gut. Ich hab gerade ein paar Chisels hergestellt. Autosieb. Warum hast du ein paar Chisel hergestellt? Eine Diamantschüssel hebt ewig. Weil ich aus Versehen nicht nachgedacht habe. Hey, wir sind fast beim Nullpunkt. Yay. Das klingt eher wie Tiefpunkt. Na, Höhepunkt, also Baut ihr nach unten, oder? X-Koordinate meint er. Ach so. Ich bin bei Null, hier ist Null. Schön, dass du Null bist. Ein kleiner Schubs. Geh mal weg. So. Hättest die Fackel aber auch auf Null stellen können. Hey, du kommst ja nicht rein. Ach Gott, das ist ja Karl Peters Blocks hier draußen, ne? Ja. Jetzt fängt der mit seinem Magerschwert da an. Ey! Das geht nicht gut. Das geht echt nicht gut. Sky Rescue, das grüßt. Mehr Reichweite als ich mit seinem Schwert. Ja, natürlich. Warum? Natürlich. Ups. Oh oh. Sorry, Warhunder, dich habe ich nicht absichtlich gehauen, du hast einfach nur im Weg gestanden. So, ich habe die letzten Tage PvP gezockt, also überleg's dir. Ich habe geübt. Das ist gut. Hast du noch ein bisschen Obsidian? Guck mal, wie schnell es geht. Mein Schwert ist stärker als dahin. So. Mit kindlichen Sachen hier. So. Und ich lasse mich noch drauf ein. So, ich wollte die Dinger hier unten umstellen. Auch noch die kleinen Klopfer und alles. Hier, ich glaube, da reicht eigentlich einer. Mit den Schrägen. Warum? Weil es cool aussieht. Aber beschissen zu bauen. Quatsch. Voll easy. Oh, scheiße. Ich bin lang gesprungen und dann aus Versehen auf dem Elevator nach oben. Warum ist die Kiste hier offen? Geht zu. So, McFisto baut weiter. Der darf sich darf er auch gerne machen. Wir beenden hiermit die Folge. Ja, wir brauchen noch ein Sandfass. Ja. Ich baue auch weiter. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, wie gesagt, das, was wir hier unten stehen hatten und das wir nach und nach mit dem Aufbau mitbekommen haben, versuche ich jetzt mal nicht hin. Etwas sinnvoller nach oben umzusetzen. Genau.
Also, bis dahin. Und hoffentlich steht's in der nächsten Folge dann schon. Bis denn, alles Gute, Leute. Ciao. Ciao, bitte. Minecraft.